Druck, die Zeit, der Anspruch, die Verantwortung des Erwachsenen, die Gesellschaft, all das ist das Korsett. Und all das schnitt mir tagtäglich die Luft weg. Es hatte immer was mit meinem Aussehen zu tun und ich find's halt irgendwo mittlerweile so krass leid, überhaupt darüber zu reden, weil es für mich so normal ist. Und ich glaube, niemand versteht, dass ich halt wirklich wach werde und das Gefühl habe, heute will ich halt eine Lederhose mit einem Rammstein-T-Shirt tragen und morgen will ich halt das fucking Kleid anziehen. Also es ist nicht, als würde ich darüber nachdenken oder als würde ich jemanden provozieren wollen, sondern es ist einfach, ich möchte halt mich selbst sein. Solange ich damit nicht cool bin, wie sollen andere Leute damit cool sein? Wenn sich Leute heutzutage noch Gedanken darüber machen, wie andere Menschen aussehen, sich verhalten, welche Sexualität sie haben, wie sie sich ausleben möchten, halte ich für lächerlich. In einer Welt, in der wir leben, wo es wahnsinnig viele und schwerwiegende Probleme gibt, ist das für mich das Geringste. Einfach Leuten zu zeigen, es ist vollkommen in Ordnung, so wie du bist. Und ich wollte eher die Person sein für jemand anderen, die ich nicht hatte, die halt gesagt hat, hey, egal wie alt du bist, egal was für ein Geschlecht du hast, du kannst die Baggy Jeans tragen, genauso wie die mega enge Hose, wie den Rock, wie die hohen Schuhe, genauso wie die Sneaker. Auch heute merke ich noch manchmal, dass ich, wenn ich in diesem Look rausgehe, so eine Sekunde kurz überlege, so ist es gerade inappropriate, so vor die Tür zu gehen. Dann bin ich so, fuck that. Es gibt nie richtig oder es gibt nie falsch. Und ich will einfach nur mich dabei wohlfühlen. Und das sollte jeder tun. Jeder ist Mensch. Und nicht nur sein Geschlecht.